Rentenkürzung im März 2023 schlägt hohe Wellen. Rentner sind aufgebracht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir hatten es in einem Video schon angekündigt, dass es zum 1. März 2023 zu einer Rentenkürzung für Millionen Rentnerinnen und Rentner kommen wird, weil der Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung steigen wird und damit sinken auch die Nettorenten. Und mich erreichte heute am 10. März 2023 eine Mail. Hallo, also der Abzug der Nettorenten ist bei mir, wie auch bei meinen Eltern, schon seit Januar vollzogen worden. Meine Eltern hatten mich davon gestern telefonisch informiert. Dies war Hauptgespräch bei einem Seniorentreffen gewesen. Die Beiträge belaufen sich da zwischen 1,20 Euro und 2,85 Euro pro Rentner und pro Monat. Als Beispiel Rentner netto im Januar 1.127,84 Euro und im Februar waren es dann nur noch 1.126,33 Euro. Es wird so die Vermutung der Rentner immer von der letzten Nettorente abgezogen und da summiert sich natürlich ordentlich. Deshalb sind manche Rentner sehr aufgebracht. Ich selbst beziehe eine Erwerbsminderungsrente und habe einen hohen Nebenkostenaufwand für meine Erkrankung, welche die Krankenkasse nicht übernimmt. Meine Damen und Herren, es ist wirklich in der Tat sehr, sehr ärgerlich, dass die gesetzliche Krankenversicherung den Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Rente, in der Krankenversicherung angehoben hat. Und dieser Beitrag wird nunmehr bei den Rentnern hier im März 2023 zu Buche schlagen. Und das, finde ich, ist eigentlich eine schlimme Sache. Vor allen Dingen bei denjenigen, die schon geringe Renten haben, zählt ja wirklich jeder Cent. Und wir wissen ja, wir haben eine sehr, sehr hohe Inflation. Das heißt also, die Kaufkraft der Rente ist ja auch schon im Vergleich zu normalen Zeiten deutlich gesunken, sodass es hier wirklich sehr, sehr bitter ist, dass die Menschen im März 2023, also Millionen Rentnerinnen und Rentner, weniger Nettorente ausgezahlt bekommen und damit auch weniger zum Leben haben. Man mag es nicht glauben, 1,20 Euro, 2,85 Euro, 3,33 Euro oder vielleicht sogar 5 Euro, das mag vielleicht nicht viel sein, aber für den einen oder anderen tut das wirklich richtig weh. Und wenn ich jetzt noch darüber nachdenke, dass wir zum 1.7.2023 wegen der Erhöhung der Pflegebeiträge dann auch noch eine Nettorentenkürzung bekommen, dann, meine Damen und Herren, können Sie sich vorstellen, wo der Zug in der Zukunft hingehen wird. Die Reise beginnt also dahin, dass wir alle höhere Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge auch in der Zukunft bekommen werden. So nach dem Motto, wenn wir uns an sich nichts mehr holen können, aber von den Rentnern können wir das Letzte auch noch holen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.